Und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Syndicate. Mein Ziel muss ich leider nochmal machen, weil. Ja, weil. Klatsch, hab ich ja gut erwischt. So, ich will das einzigartige Attentat haben. Alles andere ist inakzeptabel. Schieß auf irgendein, auf alles, nicht schlecht. So, ich muss ja so oder so rein. Und da oben, ja, die Schalter muss ich aktivieren. Ich muss hoch. Allerdings dürfen die mich nicht sehen dabei. Warte mal, das ist eine Tür. Da ist ein Fenster. Oben. Das interessiert mich jetzt mal. Huch. Ist dafür der Schlüssel? Wenn ich jetzt hier hochgehe? Yes! Okay, der Schlüssel ist zwangsleise und zwangsweise jetzt notwendig. Also werde ich mir den stehlen. So, jetzt habe ich den Schlüssel zum Lagerhaus. Die ganzen Kisten hier habe ich schon eingesammelt. Und jetzt können wir da hinten rein. Dann sind wir auch weit oben genug, dass er mich nicht sieht. Und dann kill ich ihn. Mit dem Flaschenaufzug. So, da muss ich aufpassen. Da hinten ist nämlich ein Gegner. Ich habe die Deckung fallen lassen. Warum? Oh. Hi. Der letzte fette launische Bastard, das war eine Frickelei. Aber ich habe gut 15 Zentimeter aus ihm rausgeholt. Hat sich vollgepisst. Auch wie ein Hohenmieder, wenn die ihre Tage hat. Ah, toller Kuh. Was? Knapp. Schreck ist der Fall. Fallen sie zu schnell, bricht ihnen das Genick, sie sterben und du holst sie runter. Lass ihn 20 Minuten hängen und dann dehnt sich die Gurgel ganz langsam. Mr. Jack mag es langsam. Stirb. Ja, die Dehnung ist gut, aber das zählt nicht. Oder? Geh und sieh nach, was da oben los ist, du Nichtsnutz. Ja, Sir. Okay, verstecken, während der Gehilfe das Ding repariert. Ein Problem mit dem neuen Flaschenzug, Sir. Bring's in Ordnung, du Schwachkopf! Den Hebel aktivieren! Diese Arbeit macht mich stolz, weißt du? Es ist wichtige Arbeit. Mr. Jack versteht das. Wie der wieder zurückgeht. Was für ein Arschloch. Sehr gut darin. Guckt euch das an. Ey, der hätte mich erst entdeckt, wenn ich rausgegangen wäre. Ich könnte dich 20, 25 Zentimeter dehnen, aber wenn du tot bist, dann bringt das doch nichts, oder? Was macht er? Man muss das Gewicht genau kennen. Sie sagte, fallen lassen. Traue ich nicht. Der Rest kommt von allein. Der kommt auch wieder. Der wird auch nach unten. Ich könnte dich 20, 25 Zentimeter dehnen, aber wenn du tot bist, dann bringt das doch nichts, oder? Wonach suchst du? Muss ich dir denn erst wehtun? Oh Mann. Der letzte, dieser fette, launische Bastard, das war eine Frickelei. Aber ich habe gut 15 Zentimeter aus ihm rausgeholt. Gesehen, was passiert. Hat sich vollgepisst.
Auch wie ein Hohenmieder, wenn die ihre Tage. Also es scheitert, sobald er mich sieht. Also deswegen gehe ich hier nicht raus. Ein toller Beruf, was? Bin gerade so weit. Guck mal, jetzt geht er nämlich wieder zurück. Oder so, das kann man auch machen. Danke. Sie zu schnell, bricht ihnen das Genick, sie sterben und du holst sie runter. Und tschüss. Seh dich an, Fräulein Gutmensch, nicht wahr? Glaubst du, einen alten Henker kalt zu machen, ändert was daran, was wir hier tun? Wir? Was glaubst du denn? Das war die Vision deines Bruders, seine Inspiration. Ich glaube kein Wort. Er brachte Mr. Jack bei, wie man den Schmutz aus dieser verkommenen Stadt schneidet. Aber du hast nicht den Mumm, um zu erkennen, was notwendig ist. Wo ist Jack? Wo ist der Ripper? Zur Hölle mit deinem Notwendig. Dieser Sadist hat für den Ripper gearbeitet. Aber hier ist keine Spur von Jack. Oh, Jacob, du hast dieses Monster nicht absichtlich erschaffen. Doch es ist unsere Aufgabe, ihn zu stoppen. Die Zukunft unserer Bruderschaft hängt davon ab. Anrufen? Ich muss Eberlan über meine Entdeckungen informieren. Anrufen? Habe ich ein Handy? Ich habe ein Smartphone. Aber so wie ich das Spiel kenne, ich muss irgendwo eine Telefonzelle finden mit einem Wählscheibentelefon und dann den Sheriff darüber anrufen. Und währenddessen nicht über die Gegner stolpern. Oh Mann, kann ich, darf ich hier wirklich nicht raus? Ist aber bitter. Oh, gut, hier ist nix. Komisches Telefon hier. Geben Sie mir Frederick Eberlein. Es ist ein Notfall. Nun, wo ist er? Der Ripper schlug wieder zu. Wo? Verstanden. Vielen Dank, Officer. Moment. Alarmieren Sie den örtlichen Constable. Schicken Sie so viele Männer wie möglich zu den alten Gefängnisschiffen. Constable Odo. Bing, 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 bing. Volle Punktzahl. So, und nicht anders gehört sich das. Wir haben 22.22 Uhr. In dem Jahr 2022. Ich bin Ripper. Ey, die Quest hat 9 Minuten gedauert jetzt. Nicht schlecht. Da waren wir ja schnell durchgekommen. Jacobs schnüffelnde Zwillingsschwester glaubt, sie könnte den Ripper fangen. Ach, jetzt spürt ihr hier nach, oder was? Ups. Wir sind Jack the Ripper. Was zum Teufel geht hier vor? Das Gefängnis wurde vor Jahrzehnten geschlossen.
Töte sie alle. Mord. Lass Mord rufen und des Krieges Hund entfesseln. Dieses Spiel ist für Kinder unter 18 Jahren nicht geeignet. Ich will mal nur mal unterschreiben, dass Assassin's Creed Syndicate ab 16 ist. Du hier aber Jack the Ripper spielst, der einfach wahllos Leute abschlachtet. So eine Sequenz dauert 20 Sekunden oder so, bis er mit ihm fertig ist. Wahnsinn. Standbild. Alter Schwede. Töten! Warum habe ich Standbild? Mann, was soll denn da? Mann, da kriegt man Aggression, wenn man sowas hat. Polizei! Sagt der Polizist. Ach, ekelhaft, echt ekelhaft. Das ist widerlich. Ach, da gehen wir doch unten rum. Töte die Zeugen, töte die Zeugen. Habe ich schon verstanden, Spiel. Du brauchst mir das nicht ins Bild flackern. Tötet sie alle. Aber Jack hat wenigstens einen Zylinder. Dass er das Adlerauge beherrscht, ne, ist eigentlich ein Wahnsinn. Das heißt, er ist ganz, ganz früh mit einigen ganz, ganz legendären verwandt. Sie sehen etwas mitgenommen aus. Armer Werther Bellingsur. Du hättest dich vom Werther erhängen lassen sollen. Jack ist auch extrem heftig stark, also für mich spielt er wesentlich stärker als Eevee. Außer von der Brutalität her. Mann, ist das dunkel, ich sehe nichts. Also ich soll auch gar nichts hinterlassen irgendwie, ne? Kann ich nochmal die Missionen haben? Nö, ich darf sie nicht haben. Soll ich vielleicht... die Leiche irgendwo hinbringen? Ich werde sie verstecken.
Nö, du. Sag mal. Der wäre schon tot, wenn ich ihn angegriffen hätten können. Aufspüren. Ich gebe mir auch noch nicht mal mehr Mühe bei den Quicktime-Events. Einfach X hauen und ein paar Rechnungstassen drücken und dann war es schon. Ihrer Gattin lieber ihre Ohren oder ihre Organe schicken. Ausnahmsweise hat Jack darüber mal eine Kugel benutzt. Also er braucht mehr Zeit als Hevi. Hevi kann einfach ganz in Ruhe fliehen. So. Achso, muss ja. Scheiße, falscher Gegner. So, keine Zeugen. Das nachgerichtete Blatt wird auf jeden Fall extrem. Soll hier noch was sein? Weil. Aber zerstören. Stimmt. Keine Spuren hinterlassen. Herzlich willkommen zum Massenmordsimulator 2000. Da sind sie ja. Diese Briefe hätte ich fast vergessen. Ich kann mich wieder als Saucy Jack ausgeben, sobald ich mit Evie Fry fertig bin. Ja, er hat seine Identität verschleiert. Und da ist auch noch was. Beweise vernichten, ja genau. Habe ich gerade gar nicht gesehen. Oh, wo sind die Beweise? Oben? Die Ratten machen sich schon her über die Gegner. Irgendwie sehe ich gar keine Beweise. Wo sind die? Wo sind die guten Beweise, außer den Leichen hier?
Ja, Spiel. Welche? Welche? Welche Beweise? Gib mir einen Hinweis. Warte mal, ist da was? Nö. Ja, wo sind denn die Beweise? Ich wüsste, wo die sind. Irgendwie ist hier nichts. Das da hinten ist ein Huhn gewesen. Ich glaube, da hinten sind auch nochmal Beweise. Warte mal, vielleicht muss ich ja Dynamit irgendwie holen und das wegsprengen. Kann natürlich auch sein, ne? Dynamit. Das kann ich da hinten holen. Ich hole jetzt Dynamit. Klatsch. Das Flackern ist leicht nervig jetzt gerade. Huch, da ist ja noch einer. Ich hoffe, das reicht hier. Kann ich die Tür aufsprengen hier? Das sah schon mal gut aus. Hat aber nichts gebracht. Gut. Hier muss ich den Eingang finden. Ja, ich muss irgendwas mit Dynamit machen, weil das kommt auch wieder hier. Geh doch darüber, sag mal, wo ist denn das Problem? Diese scheiß Treppe. Ups, bin über die Leiche gestolpert. Das reicht, ne? Ja, war richtig gut. Sehr gut, das hätten wir erledigt. Und jetzt den letzten beaufspüren. Dann vernichten. Auch ein Beweis sein, was hier fehlt. Oder? Ja. Sehr gut. Dann haben wir es gleich.
Und das Spiel kann sich endlich beruhigen. Ich sagte dem Wärter, dass er alle persönlichen Besitztümer verbrennt. Die Polizei darf die Beweise nicht finden. Niemand darf die Besitztümer meiner Gäste finden. Nicht mehr lange, bis mein Meisterwerk sie mir direkt in die Arme treiben wird. Ich freue mich schon auf das Familientreffen. Wie nett. Danke fürs Zusehen.